Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Divinity Original Sin. So, wir sind hier immer noch in der Gaststätte und ich habe in der letzten Folge gesagt, dass wir hier uns mal ein bisschen umgucken. Wir brauchen ja Heilung für Björns Reittier. So, das heißt, wir werden mal so ein bisschen mit den Leuten hier sprechen. Unter eurer Haut steckt doch ein ganz hübsches Skelett, nicht wahr? Ja, ein reizendes, kräftiges Ding. Ich wette, es hält mit entsprechender Behandlung für 100 Generationen. Okay. Ah, da könnten wir mal ein paar kaufen, ne? Machen wir auch mal. Was will die denn? Komm, die kaufen wir. Alle. So, dann können wir die nämlich gleich mal verteilen. Man stirbt ja dann und wann doch. Die repariert nicht. Ende. Mehr sagt die auch nicht. Leere Flasche. So, haben wir. Hier steht noch jemand. Irgendein Minenarbeiter. Okay, da habe ich es jetzt nicht so mit. Das ist außerhalb. Treton, das sind alles named. Hey there, cutie pie. Wanna have a good time? Minenarbeiter. Paule. Ja gut, sprechen wir mal mit. Wir gehen erstmal hoch. Hier stehen nur Minenarbeiter rum. Ja, wir gehen mal hoch. Aha, was ist das denn für ein Knispel? Bordellzimmertür, ne, da wollen wir nicht rein. Papierbogen, hier liegt auch so einiges rum, aber wir wollen jetzt im Moment ja nichts klauen. Das ist ja. So, wir speichern mal. Und dann gehen wir mal gucken, was das hier wo ist. Hier dort, weg von Bicky Bombe. Noch einen Schritt und Bicky Bum. Okay. Nein, geht nicht, sagt Bonnie. Bitte helft mir, das Ding hat mich hier gefangen. Es ist verrückt. Es wird mich umbringen. Herr, von wegen. Er wird es niemals wagen, sich selbst in die Luft zu jagen. Das wird er nämlich schon. Also beruhigt euch, wir kommen nicht näher. Lasst uns einfach darüber reden. Ja, keine Sorge, Fräulein. Wir helfen euch irgendwie aus der Klemme, sagt dann der Diddelmann. Bicky dann, Prinzessin muss ihr Maul halten oder Bicky Boom, Neuankömmlinge, pst, oder Bicky Boom, letzte Warnung oder Bicky Boom. Okay. Wir gehen mal rein. Oh, Bicky Boom. Löschen wir mal schnell. So, damit ist die, ja, Bonnie ist Geschichte.
Okay, hier sind dann noch irgendwelche Sachen. Nee, gefällt mir so nicht. So, da sind wir wieder, stehen wieder vor der Tür hier. Diesmal werden wir das auch anders machen. Jahan geht dahin. Weiter. Ja, wir werden es wieder mit beruhigen machen. So, von wegen Maul halten. So, dann ist Jahan dran. Und lässt es mal regnen. So. Jetzt hat er sich selber gesprengt. Danke, danke, danke. Ihr habt mir das Leben gerettet. Dieser Hund Frederik hat mir dies angetan. Er hat mich mit dieser irrwitzigen Kreatur hier eingesperrt. Ich gucke erstmal, was du hast. Riesennägel und Seife. Das ist ja eine schöne Kombination. Du liebe Güte, ich muss hier raus. Ja, ich gehe mal nach unten, um ein bisschen frische Luft zu schnappen. Aber kommt zurück und sprecht wieder mit mir, wenn ihr mehr über das hören wollt, was hier vorgefallen ist. Noch einmal vielen Dank, süßer Held. Aha. So, jetzt gucken wir trotzdem mal, was hier... rumliegt. Guck mal, random. Random Loot. So, das nehmen wir mal. Senden an Madura. Oh, mehr ist hier, glaube ich, nicht. Da ist nur das Bordellzimmer. Hier geht es gar nicht weiter. Ja, dann wieder runter. Wir suchen ja immer noch im Grunde genommen nach Heilung. So. Tell me, sweetie, do you have a sunburn or are you always this hot? Can I help ya? Treton, achtet darauf, wo ihr hingeht. Diese Schönheiten bohren sich in eure Knochen. Also würdet ihr gern etwas handeln? Kommt jetzt, bevor mein El kommt. Handeln. Okay, der hat Pfeile. Farewell. Was bist du? Habt ihr im Schlaf jemals in Schwarz getroffen? Kein Wunder bei so einem leeren Fertigkeitenbuch. Okay, das ist hier so ein Pfeil-Yogi. Farewell. Can I help ya? Der Mann knurrt halblaut und spannt seine Muskeln bedrohlich an. Aha. Sind also hier, kann man Fertigkeiten, Bücher kaufen. Jo, das nützt mir jetzt im Grunde genommen auch nichts. So, da waren wir. Mit dem haben wir gesprochen. Das sind alles Minenarbeiter. Sprechen wir nochmal mit dem Paul. Okay, das ist jetzt auch nicht hilfreich, zumindest nicht für diese Quest. Farewell. Minenarbeiter. Das ist unser eigener Jahan hier. Gut, dann gehen wir mal zu den beiden. So, wo der Wind weht, atmet die Göttin. Wo die Flüsse fließen, weint die Göttin. Wie kann ich zwischen euch und unserer ewigen Göttin eine Verbindung herstellen, mein Freund? Naja. Oh, warte mal, das wäre was für Jahan, ne? So, Fertigkeiten Stufe 8. Ist auch 8.
Das kaufen wir mal. Den Eiselementar. So, dann senden wir das. Farewell. So, da, wo ist er? Das senden wir mal, weil er kann es ja nicht. Genau, das senden wir an Jahan. Der wird das dann lernen. Eiselementar beschwören und dann gucken wir mal. So, und er kann den auch schon. Wo ist er? Da. Wunderbar, haben wir einen neuen Spell. So, was haben wir hier? Minenarbeiter, Rubin. Hat auch... Ja, dann eben nicht so. Wir können noch mal gucken, ob jetzt die junge Dame von eben wieder oben ist. Nö. Dann können wir wieder runtergehen. Ich finde die hier unten auch nicht. Naja, vielleicht müssen wir da erstmal eine Nacht schlafen oder was auch immer. Brandon. Half as dumb and twice as mean. Nützt uns alles nix. So, das heißt, hier haben wir noch nichts gefunden. Da, die Knispel da oben. Da sitzt ja nur der Minenchef drin. Ja, das ist nur der Lawrence. Wohl, sprechen wir ihn doch noch mal an. Ja, wenn man nicht aufpasst. Good to see you again. Wenige Fälle gewinnen, bin da mal weg. Ich habe natürlich hier mit dem Jahan eben den Brandon angesprochen. Was doof war, weil die reden ja nur mit dem mit den Anführern, also entweder mit Roderick oder... Good to see you again. Der hat ja nur das, okay, der kann mir auch nicht helfen. Hey, good to see you again. Würdet ihr einen einsamen Troll unterhalten? Ist er ein zärtlicher Troll, meint ihr? Er würde von meinen besonderen Kenntnissen profitieren. Es ist merkwürdig, aber wenn ihr bereit seid, mich im Namen eures Gebührenverlangen Freundes zu bezahlen, wäre ich entzückt, ihm Gesellschaft zu leisten. Ich glaube, dass 2050 Gold das decken sollten. Okay, nun, ich werde garantiert keinen Troll für weniger anschwärmen, Schätzchen. Wer weiß, was für verdorbene Dinge er verlangen könnte. Okay. Aber die hat irgendwas... Ne, auch nur Seife und Nägel. Okay, also da kriegen wir vielleicht den Troll von der Brücke weg. So, wo können wir denn noch gucken? Vielleicht hier diese Jubis da oben. Wenn da überhaupt noch einer ist. Da steht keiner mehr. Klauen werden wir hier erstmal auch nichts.
Ich glaube, ich werde das ein bisschen anders machen in diesem Fall. Man sucht hier doch verhältnismäßig lang rum. Und dadurch, dass ich das live spiele, also nicht vorweg schon mal alles angucke oder ne, sonstiges, sondern ne, ich logge ein, wenn ich aufnehme, oder nicht einloggen in dem Sinne, sondern starte das Spiel, wenn ich aufnehme und spiele es so, wie ihr das auch spielen würdet. Ich werde das aber in dem Fall hier mal etwas anders machen, vielleicht mal offscreen ein bisschen weiter suchen und dann weiter aufnehmen, wenn ich Heilung für Björns Reittier gefunden habe. So, damit würde ich dann sagen, machen wir Schluss für heute. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Und ciao.